Burnout und Perfektionswahn. Aus meiner Erfahrung als Trainer und Coach hängt Burnout mit einer sehr hochgeschickten Perfektion eng zusammen. Und genau das ist bereits eine Erfahrung aus unserer Kindheit. All meine Burnout-Klienten wurden in ihrer Kindheit dafür geliebt, in Anführungszeichen, dass sie perfekt waren, dass sie funktioniert haben und für Leistung entlohnt wurden. Sie wurden nicht für ihr So-Sein geliebt. Und das befähigt uns heute auch, und das ist natürlich auch die gute Seite der Medaille, alles besonders gut zu machen, aber leider oftmals zu sehr, bis wir eben ausbrennen. Und Burnout ist wie Mundgeruch. Wir selbst bemerken es als allerletzte. Achten Sie deshalb bitte darauf, was die anderen über Sie sagen und vielleicht denken. Hören Sie auf Partner, auf Geschäftskollegen. Und achten Sie darauf, dass Sie nicht zu sehr in eine verschleppte Depression hineinrutschen. Burnout hat, wie gesagt, sehr viel mit der Kindheit zu tun. Und oftmals ist der Preis außergewöhnlich hoch. Ich möchte ein Beispiel von einem Klienten aus München, einer Bank, nennen. Er kam zu mir und erzählte mir, dass der Beginn seines Burnouts die bekannte Hypothekenkrise war. Und der Ursprung, warum er überhaupt in die Bank gekommen ist, war, dass er in der Bank einen Familienersatz fand, den er als Kind nicht hatte. Seine Jugend war dramatisch und sehr unschön für ihn. Und just zur Hypothekenkrise hat er seine Frau kennengelernt und Kinder bekommen. Und damit war der Zweck der Bank ausgedehnt. Er rutschte in den Burnout. Die Passgenauigkeit hat gefehlt. Wenn wir etwas tun, was uns gut tut, passt alles zusammen. Wenn wir etwas tun, was uns nicht mehr gut tut, haben wir keine Passgenauigkeit mehr. Achten Sie also darauf, was in Ihrem Leben passt. Stellen Sie sich die Fragen, ob das, was Sie tun, noch wirklich das ist, was Sie machen möchten, oder ob Sie Ihren Herzenswunsch schon längst aus den Augen verloren haben. Und achten Sie bitte auch darauf, ob Sie Ihren Partner oder gar die Kinder, die Familie zu sehr vernachlässigen. Denn das ist die größte Kraftreserve. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Erkundung Ihrer Fragen. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.